guiding us through the dark. Seemingly perfect harmony, until one day a young man catches fire. This is Phoenix. Like a phoenix, you burst in a flame.
Phoenix. So. Bisschen leiser machen. Au, 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 au. So. Ah, ich muss das mal hier. Komm mal her. Ah. Prost. Geil. Jo. Regeln. Jetzt wollte ich erst mal gucken. Ist hier. Ist nichts. Phoenix. So, mit den schönen Horrorspielchen würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen. Bist ja alle drüben, wa? Nee, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Warte mal. Wartet. So. Erstmal hier. Also bitte schönes Spielchen. Warten wir ein bisschen. Ne, später ist. Jetzt ist es noch so früh und ich muss erstmal wach werden, weil wenn ich mir gleich in die Hosen kacke, dann ist es auch wieder doof, ne? Ah, dann grüße mal. Grüße mal. Grüße mal. Hallo. Ich glaube, wir machen erstmal. Ach. Was machen wir denn jetzt? Ach, schweben wir mal ein bisschen. Gedöner hier. Ach, Lost Ark ist erstmal, sollen ja eigentlich für 4 Stunden die Server weg sein. Hätte ich jetzt ein bisschen Lost Ark noch. Oh, das Spiel ist so gut. Das Spiel ist so gut. Och, dem. Jetzt mach ich wieder Musik an. Ja. So, dann starten wir mal hier. Was? Phasmophobia hat auch? Baby, is it ding? So, oh, Musik ist leiser hier. Aber den Song, ne. Alles hier. Da macht ja noch was. Nee. Nee. Naja, was mal sagen? Die Musik war auch schon mal besser hier. Dann nehmen wir das. Aber ich denke, jetzt hier ändert. Ach, hier sagt er auch gar nichts. Ja, ja. Doch, habe ich geändert. Oh, geil. Aber da kommt davon, wenn wir so lange schlafen.
So. Euch. Szene wechseln. Ging. Als Überbrückung nehmen wir mal das bei Taylor. Ab wieder. Alles cool. Oh. Nee. Ich will nicht mehr. Was ist da denn? Unsere visuelle Effekt. Das ist ja die Animation, das ist ja die. Was? Muss ich mir den mal genau ankicken. Was? Ja, kann man machen, ne? Wo ist denn die Kamera noch? Ja. Geh mal da runter. Ja. Da muss ich ein bisschen Licht haben, ne? Licht wäre auch nicht schlecht. Ach, Mensch. Was ist das? Karte Donson. Swanson. Benson. Swanson, ne? Swanson. Ich, jetzt. Und der Highlight. Kann man machen, muss man aber nicht. Ach, Mensch. Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Fünfzehnmal. Ich glaube, ich nehme die. Oder die. Oder die. Ja. Pff. Er war. Rein. Like the Phoenix, the bursting. Burn. Na, können wir ein bisschen Musik erkennen. Let the rhythm move us, yeah baby, take it too far. You're at
so lost. I love the way that you move and how the lights keep off the groove. We're like in a movie, but it's rushing to Hintergrund wieder ganz normal. Song hier. Let me go, there's no doubt. Kann man nehmen, muss man aber nicht. So. Erstmal wieder, ne? Was, lass mich rein. Lass mich rein. Ach, wer ist denn da? Was? Auf! Extra Freddy. Ein guter. Das war ein guter. Da irgendwo dahinter oben. Ich wollte nicht sterben. Oh. Ich werde euch Licht geben, Freunde. Was an? Mach ich. Moonwalken kann ich auch noch. Hab nichts verlernt. Da ist auch Oh.
Kann ich. Vergaß, er hat eine Schlangenpeitsche. Oh, oh, oh. Freddy, der Terminator. Oh, oh. Macht aber gar nichts. Da oben ist unsere Rettung. Juckt nicht. Juckt nicht. Freddy, das ist gleich sowas von runterholen. Das sagt ja, jetzt komm ich, ey. Mit die Macht drei Gottheiten und Elemente. Ready, du? Ich muss auch. Ich sehe schon, wird schwierig. Ja, guck mal, ich mach dir gleich Spitze. Ja, ich würde ja gerne ihn angucken, aber ich komme dazu nicht. Oh, jetzt will er das wissen. Jetzt hat er richtig Bock. Der hat richtig Bock. Wann hat der Bock? Oh, lol, lol. Aber. Hier ist ja alles weg! Wie soll ich mich denn verteidigen, du? Ui, Was ist der? Hey! Ah. Der will mich gar nicht mehr. Was für ein Dödel. Dann geh ich doch so wieder zu meiner, ne? Sammelpunkt! Freunde! Also jetzt kann der mir ganz gepflegt mal woanders knutschen hier. Heiligt mir erstmal schön. Oh, dann zeige ich ihm mal, wo der Frosch die Locken hat. Hm? Wartet. Als ob nichts passiert wäre. Zu mir? Ach so. Die dürfen sich beide da abpumpen, aber ich darf es nicht. Jetzt jodeln sie alle rein. Das ist. Meine Chance, ihr Wetterem. Ich werde dich sowas von runterjieten. Ich werde dich doch nicht runterjieten. Thank you.
Okay, sie ist tot. Seid in die Adorn-Dödel. Kann dich hochheilen, wenn du magst. Komm her. Leer. War doch gar nicht so schlimm. Zweimal. Oh, das ist ja schön. Zweimal. Licht geboren. Phoenix, the burst in fire, burn. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. So, ich werde mal kurz mal auf die Toilette sprinten. Bin sofort wieder da. So. Ruhig. Ding, ding. Niu. Was Brennendes gesehen. Ich. Oder hinter mir her? Nee.
Genau. Was war sein Ruin? So. Der will mich mal absolut gar nicht. Ich werde es bohnen, dann kann er machen, was er will. Kriegen wir die jetzt da? Oh. Ah, ich glaube, der kennt die. Ah. Da muss ich mit ihnen. Jack, ey, das ist ein Irrer. Der Pistole macht Peng Peng. Und können wir da was machen? Gehen. Vielleicht mal ich denn machen. Ich mach mal kurz die Kamera aus. Mach ich gleich wieder an. Mein kleiner Blick braucht erstmal ein bisschen Licht hier. Hier wird ja auch immer so dunkel, oder?
Ja, das ist nicht so gut. Sind alle im Keller drin. Und der lässt sie auch schwer machen. Oh. Das ist nicht gut. Perfekte Scheiße. Aua. Wie macht er den Gen? Ich hab mal kurz mal auf das Video. Hopp. Ah, besser, ne? Wenn er die jetzt auch noch findet, na gut. Perfekt. Beautiful. Der Kabel heute. Jetzt bleibt doch mal so. Man kann ich dich da mal hoch.
Was haben wir denn hier? Ne. Nee, eigentlich nicht. Nächstes. Nachricht senden. Musik aus. Ja. Yoga. Noch nicht okay. In Los A kommt ihr erstmal momentan nicht rein. Es ist Wartungsarbeiten, die haben die Server erstmal kurz für 4 Stunden untergenommen. Sonst würdet ihr auch spielen, ne? So ist es ja nicht. Deswegen muss ich mir jetzt hier mit Döner beschäftigen, weißt du? Da kriegt wieder so einen Holster. Aber ich spiele, glaube ich, gleich was Schönes. Für mich nicht. Für euch schon. Rocket. Na, hat das Schrubbi auch? Hat er das schon Ruffi gemacht? Weil sonst wären wir, glaube ich, nur zu zweit, ne? Beigeflogt. One-Shot. War beim Friseur. Quasi. Ich find's besser.
wir dann hier durch, ich sag's ja. Ne, wir machen das weiter hier. Und jetzt bald. Ja, bei. Das sieht man mir doch immer, da bin ich immer Futter. Ich bin immer Futter. Nimm die da. Die nehmen wir. Die. Ich will nicht mal hier. Warte mal, ich muss da abpucken, ne? Oh, der nimmt nicht. Geh wem woanders hin. Geh trotzdem abpucken. Sie meint auch, ich werde bekloppt. Mann, das ist nicht leicht, jemanden abzuholen. Die ist nicht da. Ich war beim Friseur. Mir gefällt die so viel, viel besser. Ich hab's nicht gehört, dass sie da schon nachgeladen hat. Ich hab's nicht gehört. Oh, ich bin so sauer. Bin so sauer! Was haltet ihr davor, wenn wir das Spiel wechseln, wa? Was willst du damit hier mit diesem Tröll hier? Ich kann hochgeheilt werden. Das ist bestimmt Circle of Healing. Ich sag's euch. Ich werde mir jetzt hochheilen. Und dann kann die aber auch. Oh, dann mag ich sie rund wie ein Bus lenken. Ja. Yeah. Mach ich. Hast keine Hexe mehr, wa? Oh, die hat er doch. Versteckst du dich da? Oh, ich hasse das jedes Mal machen sie da. Nice. Oh, bin ich sauer.
Sie ist im Basement und jetzt rate mal, wo sie nicht mehr hingehen. Das war nur, die hat sogar einen Weg bei. Nicht ohne mein Team. Nicht ohne mein Team. Hallo. 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 Die wir sie da behalten. Du kommst hier nicht mehr aus. Naja. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, ne? Kein Problem. Warum hat das Spielchen weg? Ich glaube ja, ne? EBD. Ich glaube, jetzt können wir langsam mal das Spielchen wechseln. Ne? Bin ich mal stark dafür. So, mach ich erstmal ein bisschen was. Aber ich glaube, muss noch richtig deftig. Aber wir gehen mal hier kurz raus. So. Jetzt muss ich erstmal gucken. Auch gucken, ob er das Spielchen nicht hier. Ich hab's gefunden. So, das spielen wir gleich. Gleich. Ich werde bestimmt wieder durcheinander kommen hier mit der Steuerung, aber hey, das ist ja gar kein Problem. Ey. So, wir machen mal eine kurze Pause, weil ich, mein Darmtrakt meldet sich gerade. Ne? Mein Darmtrakt. Und ich sag's euch, wo ist die Musik hier? Lass euch ein bisschen Musik an, bin mal gleich wieder da, nachdem ich meinen Darmtrakt entleert habe.
So. Say. Oh, ist hier. So, ich muss jetzt erstmal hier spielen. So. Dann. Ja. Müsste ich irgendwie mal raustippen können. Yep. Zack. Auch seht ihr nichts. Auch nicht. Stille an. Willkommen. Das hat sich jemand gewünscht. Ja? Und ich darf das jetzt... spielen. Ja, ich freue mich auch. Beliebige Taste. Bin ich jetzt überhaupt reingetappt? Die Steuerung muss ich gleich reingetappen. Steuerung war ja ein bisschen, ne? Können wir nicht was anderes spielen? Muss ich das jetzt hier, das da? Ich will. Ich will nicht. Vor allem diese komische Puppe. Wir waren hier bestätigen. Bestätigen. Mit Kava bestätigt, steht da unten. Mensch, die sagt doch gar nichts, ne? Mit der Wartung, warte mal, haben wir noch 10 Sekunden? Haben wir noch, ne? Moment. Wo standen das hier? Warte mal. Nee, das war, glaube ich, weiter unten. Ja, warte mal, hier steht es. Die Lost Ark Server werden am Freitag, den 11. Februar um 5 Uhr PT für einen Hotfix heruntergefahren. Die Auszeit wird auf bis zu 4 Stunden geschätzt. Geschätzt, wir wissen das, ne? Geschätzt. Also ich denk mal, wann... Ich war nachmittags noch mal kurz drin. Bis, glaube ich, bis 14 Uhr rum. Dann haben sie schon angekündigt. Also normalerweise bis eigentlich sollten die Dinger wieder um 18 Uhr eigentlich. Aber es wurde geschätzt. Das heißt nicht, dass die da frei sind, nicht? Apropos, du kannst. Kommst. Wenn du ein... Was soll man wieder ins Spiel reinnehmen? Wenn du einen nämlich auf Max-Level hast, ne? Und da wir ja schon alle einen zweiten Char gemacht haben, kannst du den boosten. Dass er gleich instant auf Pupsi ist. Ja, jetzt rate mal, wem ich da nehme. So. Bin noch gebabbelt? Ja. Kommt da jetzt eine Sequenz hier, ne? Kam da, ne? Machen wir mal kurz weg. Oh ja, den mag er. Prolog in den Tiefen des Wassers.
Lockruf. Das hört sich schon mal gut an, ey. In Gebiet um den Nami bekamen sich die Fälle von Menschen, die auf mysteriöse Weise spurlos verschwunden sind, angehäuft. Eines der Opfer ist Miyohinazaki. Ich glaube, die spielen wir doch jetzt am Anfang erstmal kurz, ne? Ist doch die, ne? Die eines Tages plötzlich in einem alten, halb überfluteten Gebäude erwacht. Das ist sie. Hilfe. Ich will nicht. Du liebst nur die Puppe. Ich hasse Puppen. Bin mal gespannt. Alter. Aber ganz schön laut, ne? Warte mal. Was ist das laut? Aber diese Geräusche sind mal essen. Oh, angenehmer, ne? Alter Schick. Das ist erstmal so. Warte, ich muss hier verschwinden. Hab ich auch. Ja, K ist halt gut. Vor allem, ich soll mit UHNÖ. Wie kommen Sie sehen? Ich kann das doch mit der Maus machen. Ist ja hier der Boss, ja. Ich bewege mich. Ah. Ich glaube, ich muss die DP machen. Was? Nee, hier wird nicht geknutscht. Geh weg. Okay, hau jetzt ab. Ich werde eh nichts hintun. Nein, die Wollmädel, die Arschlecker! Hilfe! Scheiße, ich hab schon wieder gewuschelt. Ich will hier weg. Tschüss! Das war kein Problem, ne? Ich muss einen Ausgang. Ja, kannst du die umsehen. Ich nehme die Maus. Ich geh noch. Mal, ich muss mal die Maus. Kannst du aber nicht. Mhm. Ich will immer Shift drücken, ne? Shift zum Rennen. Weg.
Am Ende des Ganzen kann ich ein Licht sehen. Wir wissen doch alle. Dieser Weg nach draußen, das wäre doch viel zu einfach. Die verfolgen mich. Das kriegt sie erst. Ich muss hier raus. Ja. Halt jetzt E gedrückt, um zu laufen. Ah, jetzt geht los hier. Jetzt machen wir hier Action. Halt jetzt E gedrückt. Bitte was? Alter Schwede. Ne, warte mal, ich kann noch rennen. Nee. Oh. Komisch, dass die Tür wieder offen ist, ne? Ja. Ich muss da hingehen, ne? Dahin. Wir wissen doch beide, dass das nicht gut endet. Will da nicht hin. Besser. Weißt du, wie das ist? Klicks! Ich brauch Klicks! Schon. Man konnte ihre Hilfeschrei hören. In einem Schritt. Den Gipfel und weiter wandern.
Ich hab weg! Da stopp! Nein, nein, der Rettung ab und dann dumm. Juri, Renn und was? Meine Haarschwung-Geschichte über das Übersinnliche. Project Zero. Das war alles nur Vorgeplänkel. Jetzt geht's los hier. Ja. Da kannst du aber annehmen, du. Detail. Erster Tropfen. Eine verschwundene Spur. Juri. Jetzt kommt Juri. Jetzt. Aufpasser. Schattenwahrnehmung. Unter den Bewohnern der Dörfer am Fuße des Ikami-Bergs wurde eine einzigartige Gabe von Generation zu Generation weitergereicht. Als Schattenwahrnehmung erlaubt diese Gabe es ihnen, die Schatten oder auch Spuren derer nachzuverfolgen. Hab ich auch. Aber den Weg auf Klo. Die auch unerklärlicherweise sind dies ähnlich dem Praktiken und Psychometrie in anderen Teilen der Welt. Also Zwitsch-Zwitsch. Gerard, du kannst mir noch folgen, ne? Was geht ja noch weiter? Juri begleitet ihre Mentorin Soka. Die haben alle immer so einen komischen Zungenbrechernamen, ne? Dann. Eine solche Meisterin der Schattenwahrnehmung zu einem verlassenen Gasthof auf den Hikami. Und den gibt der Glubbig wirklich, ne? Der war ja nicht so dahergesagt. Mit der Vermutung, dass Juri mit den richtigen Ausbildungen ein wahres Talent für die Kunst der Schattenwahrnehmung entwickeln konnte, beschließt Hisoka, sie bei einem ihrer Aufträge mitzunehmen. Jetzt kommen wir wieder im Spiel, ne? Machen wir schon mal kurz weg. Das, was ich jetzt denke, was er macht?探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影器。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めて。やんざはエプシュ gemacht, ne? あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。ドレッドアウト?ない?どうしたの?バス?普通のカメラと同じよ。いや、ノーマルカメラ。ない。シャッターを押すだけ。いや、でも、やんすぐ、グッドゲマフィニッグミオ。 Red out? Und jetzt? Ich rede bitte. Jetzt bist du baff, ne? Dann wiegt das nicht ab, ne? Bewege es. Ja, dann bleib ich einfach so oder mach ich so?
Ha! Ich hab's drauf. Ach, Quatsch. U und N? Oh. Krieg den noch ein bisschen schräg? Oh Gott. Und jetzt. Kann sie an sie mit dem. Segelt. Das. Oh, nur eine Bewegung. Da weg. Ziehen! Zack und oh. Ah, ja, siehst du? Mehrere Fotos schießen. Regierung und Modus. Leichenfoto. Du hast das Leichenfoto erhalten. Hilfe. Hier sind wir also. Man sieht jederzeit einen Schnappschuss. Soll er rein? Nö. Baller, lieber den Höhe. Ich weiß genau, was da passiert. Nee. Kann ich jetzt eigentlich erstmal? Hat ja eh automatisch, ne? Ich schau mal ein bisschen. Alter! Das ist nicht normal. Wir brauchen den Geist an die Suche, ist doch da. Zwischen den Brettern geschlängelt, mit denen das Fenster vernagelt wurde. Jedes Objekt wird genau. Ölfarbige Pflanzen.
Fragen aus dem Wasseroberfläche. Das ist aber doch nichts Neues, ne? Das ist ja gang und gäbe. Die Natur holt sich doch eh alles. Hier kann ich ja nicht rein. Schon Paranoia hier. Holzreste liegen am Ende des Gangs. Wasser muss sich hergespült. In der Wand befindet sich ein Loch. Dadurch kann ich in den nächsten Raum sehen. Er sieht genauso überfüllt aus. Aber so gut gemacht aus. Und auf uns zu. Oh, Junge. Schrecklich mir. Ja, der ist ja genau hinter mir. Ich gehe jetzt einfach nur mit der Kamera. So. Yuri, warte. Was? Kann etwas spüren? Haltung. Sore wa Yosuga ga miseru kako no kage. Zanhe. Zanhe wa mokuteki no mono e no tegakari ni naru. Kage wo oimashou. Ja, aber ich will erstmal da gucken. Ich möchte doch gucken. Vielleicht sind hier noch. Der Trödeltrupp war auch schon hier. Okay, der geht ja eh da lang. Was ist, wenn ich jetzt einen hochgehe? Yuri. Kochi. Die lässt mich gar nicht. Dann geh du doch voraus. Wenn was passiert ist, ich bin hier. Ich warte einfach. Geh, geh. Ja, dann lass mich doch mal durch. Da ist. Okay. Alter. Oh, ich hab so spät. Den hätte ich fotografieren müssen. Ihr sagt ja auch nichts. Schatten. In der Zeit. Entführung. Es kann passieren, dass du Schatten der Zeit an Orten, an denen die Spuren der Vergangenheit sehr stark sind, sehen kannst.
Das hast du mir nicht gesagt. Wenn du sie fotografierst, erhältst du Fotopunkte, mit denen du deine Kamera aufrüsten kannst. Scheiße, busted. Halten. Untergang des Bergs. Ein altes, staubiges Buch wurde im Flur zurückgelassen. Vielleicht hat man fallen gelassen. Der Higami-Berg wird seit sehr langer Zeit als heiliger Ort angesehen. Seit Jahrzehnten verehrt ein seine unzählige Schreine und Stätten sowie seine natürliche Standorte wie der Lichtgipfel und das Becken der Reinheit Menschen an. Unter Touristen und Bergsteigern war der Berg zudem für die Schönheit seiner an klarem Wasser. Hey, das ist aber ganz schön. Gläubige Wanderer legten gerne eine Pause. Thermalkonsort am Fuß des Berges. Jetzt steht das jedoch verlassen. Seit dem verheerenden Erdrutsch vor einigen Jahren hatte der Berg sich wieder erholt. Der Pfad zum Schrennen auf dem Gipfel wurde komplett blockiert und das Wasser vom Gipfel neue Wege eingeschlagen, wodurch die Landschaft einen drastischen Wandel durchlebte. Halbfertige Straßen ließen man stehen und das Hiro-Landgut wurde unter einer riesigen Steinmasse begraben. Unzählige Arbeiter zum Opfer fielen. Oh. Es ist offen. Ja, später. Ich spiel später das. Jetzt ist gerade hier, ne? Ich will mal ein bisschen die Storyline so ein bisschen verfolgen. Unter den Betroffenen befand sich auch die Familie des Besitzers Landgutes, wodurch ihrem Geschäft ein dramatisches Ende gesetzt wurde. Die Tage, als der Hikami-Berg noch Touristen anzog, waren vorbei. Stattdessen wurde der Ort durch Selbstmord berüchtigt. Was sind da für ein Geräusch immer? Selbst. Vielleicht hat der Ort auch an Popularität unter denen gewonnen, die ihren Leben am Ende sitzen wollen, da Sterbende früher hier ihre letzten Momente verbracht haben. Zudem zieht er auch Adrenalinsüchtige an. Na, das ist ja mal, wer kennt's nicht, ne? Die ein großes Interesse für das Übernatürliche haben. Da war einer. Ich bin immer so langsam, weil die nicht so gut. Ey. Wird hier sehr viel fehlen, glaube ich. Das ist jetzt hinter Miss der Tür. Nein, da steht eine Puppe. Da steht eine Puppe. Ich esse Puppe. So, das war's jetzt, ne? Ciao. Ich bin jetzt mal raus. Tür zugemacht. Ach ja, wenn mir jetzt hier irgendwas anspringt, ne, instant hier offline.
Hier ist eine Stufe und dieser Bereich ist mit Dielen ausgelegt. Ich denke, dass es einmal eine traditionelle japanische Nische war. Da habe ich mir mal so eine Serie angeschaut, ne? Das sah fast so ähnlich aus. Da war hier oben noch so eine Klappe und da hat auf einmal, ne? Eine Fratze rausgekriegt. Lass mir raten, ich kann das hier. Junge, Alter, diese Frau. Kannst du nicht hinter mir stehen? Das ist nicht gut, ey. Oh, ich scheiß mir gleich ein, ey. Jetzt mal jetzt ohne Flachse, ne? Muss ich die Puppe jetzt mal fotografieren? Weil die ist ja nicht ohne Grund da. Geh jetzt einfach hin. Werde dich fotografieren. Nichts. Warte. Wie war das? Oder Grün. Oh. Alter Knopf. War der gut? Ich muss mit der Steuerung noch warm werden. Aber die ist doch nicht ohne Grund da, oder? Ist die, ne? Die hat doch irgendwas zu sagen hier. Ne, bleib ich einfach auf der Kamera. Ja, am Arsch. Bleib einfach so. Eh viel besser. Ja, oh, Junge, dieser Geräusche, ey, der macht mir fertig. Mach du mal Tür auf. Ich geb dir Rückendeckung. Ja, also, die kommt ja mal näher, ey. Ich muss aus links raus. Ey, so langsam, wie sie das aufmacht, ne? Ey, Bruder, ich schwör dir. Mach mir bereit. Ich hab jetzt schon zweimal vermasselt. Also, irgendwas stimmt mit dieser Person da auch nicht. Wie vorbei. Ist verschlossen, wir kommen da nicht durch. Filmfoto. Ab und zu kann es passieren, dass die Kamera obskurer auf Dinge reagiert, während du dich mit ihr umschaust. Die normalerweise unsichtbar sind. Visiere sie an und schieße ein Foto um Orte oder Gegenstände. Enthülle, mit denen sie in Verbindung stehen. Finde die Orte auf dem Weise zu finden. Oh, ist ja gar kein Schloss mehr. Aber geil. Effizient. Ui. Und jetzt kommt Magic. Gesagt, da ist irgendwas drin. Nimm die komische Puppe da. Die macht das nicht besser. Er kommt nicht weg, du. Neue Fotos zu erkennen. Ja, schön. Was den Schwangstreiten liegt auf den Code befinden. Eine Puppe. Wir befinden sich hier in der
Ich finde diesen Ort. Ja, ich weiß, wo das ist. Dann öffne das Hauptmenü und wähle die Kategorie Relikte in den Gegenstand. Yuri. Hitori de Sarastemi. Watashi wa koko de matte iru wa. Ist ja kein Problem, ich kümmere mich drum. Und jetzt ein sanften Quatsch im Poppes. Verdammten Schweine. Ihr habt das gesehen, ne? Ich hab mir das doch ja nicht eingebildet. Aber was ist hier? Da waren doch Füße, oder nicht? Ich scheiß mir jetzt schon in die Hose, ey. Tür ruhig langsam, auf gar kein Problem. Ach was, ach was, ach was. Was? Na, Shira, die Puppe möchtest du auch haben, ne? Dann komm ich aber nicht mehr. Oh, warte. Hä? Nein, dreh dich um. Oh, diese Steuerung. Roter Anhänger. Du hast einen Schlüssel mit roten Anhänger erhalten. Vielleicht öffnet er die Tür von eben. Kehre zu Isoka zu. Oh, wie er mir das schön anzeigt. Du bist da, musst jetzt aber darüber. Oh, oh. Ich bin viel zu langsam. Wäre Geistfoto Nummer 3 gewesen. Scheiße, das Elendes. Warum guckt die Puppe jetzt dahin? Hat sie vorher nicht gemacht. Jetzt hier raus. Kann die Puppe nicht haben. Puppe. Deil. So. Also die Puppe hat jetzt nichts damit zu tun, dass die da eine. Also. Man kann nicht. Nee, war Shift, ne? Einstellung. Kamera in Wirklichkeit. Guck mal. Halt zurück. Hat die Tastaturbelegung. Erste waren jetzt. Ach, in H. Ja.
Ich darf mal mit Controller probieren. Probiert das mal mit Controller. War weg. Ich will es wissen, ja? Ob das mit Controller ein bisschen einfacher geht. Ich mache jetzt mal kurz mal ein mündliches Bewerbungsgespräch. Ah! Ah! Gibt's nicht! Doch, muss ja irgendwo sein. Komm. Warte. Roller, Handschuhe. Ist doch gleich viel entspannter, weißt du? Erstmal hier alles enttüdeln. Ja. So wie hier drehe ich mich. Bewege ich mich? Hier renne ich. Da gebe ich den Startschuss. Was hat denn jetzt? Ich glaube, ein Controller ist doch ein bisschen besser. Muss man sich erstmal wieder ein bisschen einfuchsen, ne? No, no. Wo kommt die jetzt zu mir? Ah, die haben das schon gut gemacht, ne? Also. Also, die haben sie schon, also. Ja, ich finde die richtig gut gemacht. Hä? Muss erstmal klarkommen. Was war denn? Ach, hier war die Bestätigung. Ja, ich hab dir jetzt den ersten Foto gemacht, du. Phantom enthüllt. Die Kammer Obscura. Obscura. Ja? Reagiert auf Gegenstände, die Lebende normalerweise nicht wahrnehmen können. Enthülle diese Gegenstände, indem du am Ort ihres Verschwindens ein Foto schießt. Finde dazu die richtige Position und den korrekten Winkel. Abweg. Abweg. Das war ja fu. Abweg. Dauernd Foto.
Aha. これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあまりいい場所じゃない。Sieht aber auch verdammt gut aus. Räume hier noch irgendwas geht. Bleib erstmal auf die. Das war nicht so. Das war nichts. Also das war nichts. Ich hab wieder gewurschtfingert. War das so gewollt, dass die Tür jetzt eigentlich... Yuri, 今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。見てはいけないものを 見てしまうこともある。 Muss da noch mal reinkicken. Nick auch, nehmen wir mal die Kamera wieder. Da macht sie. Wenn so? Wie drehe ich das her? Ihr bleibt die ganze Zeit jetzt auf Kamera, ist mir scheißegal. Da kann sie noch so langsam laufen. Ich bleib auf Kamera. Meine Trigger-Taste ist auch bereit. Warte mal, wenn die eh da unten rumlüft, kann ich jetzt mal nach oben? Alter, du warst doch gerade unten! Mann, du kannst doch nicht mal in Ruhe kicken, ey! Warte mal, die Kamera. Nein! Versuchen, dich anzugreifen. Oh! Dann wird er verbannt, wenn er...
Geister bekämpfen, fotografieren die Schwachstellen eines Geistes. Ich habe noch die Regeln in der Mitte des Bildschirms. Was geht's? Keine Fotos mehr. Mann, Junge! Was? Ja, sterb! Oh, warte, warte, ich muss aufladen. Ist er weg? Wenn du Geister hast, schauen sie mich. Und tödliche Zeit. Ein tödliches Foto ist möglich, wenn der Aufnahmebereich während der Geisterangriff rot blinkt. Geist. Seine Attacke, er wird zurückgestoßen und tödliche Zeit wird ausgelöst. Denn es werden dir Geister zu nahe kommen und einen Schnappschuss aus. Jo, jo, der ist aber, ja, der ist hartnäckig, ne? Der Kollege. Was war denn anders? Geister müssen einen bestimmten Radius. Was kann man machen? Geister, die so weit entfernt sind, nehmen keinen Schaden. Je größer das Objekt, desto mehr Schaden wird zugefügt. Wage dich für ein kraftvolles Foto näher an den Geister. Ja, der Kleine hat ein Messer. Was, das ist die Shirakiko?
Nee. Während Hisoka Yuri im Wahrnehmen von Schatten unterrichtete, nutzte sie ihre Gabe, um ein Album mit Leichenfotos aufzuspüren, das in den Ruinen eines Gasthofes auf dem Hikami-Berg zurückgelassen wurde. Das haben wir ja gemacht. Ein gewisser Ren Hojo hatte diesen Album angefordert. Aber sind wir da heiter rausgekommen? Als Ren aus einem Albtraum erwachte, wurde er plötzlich von Ungewissheit geplagt. War es wirklich ein Traum? Oder eine unterdrückte Kindheitserinnerung? War er dieser Kleine? Mit dem Messer? Und diese Frage hatte ihn bereits seit einiger Zeit beschäftigt. Note C. Ich hab Note C gekriegt. Das war mir klar. Eine verschwundene Spur. Errungenschaft freigeschaltet. Weiter getroffen. Erledigt. Warte mal, Kleidung? Was? Wie viele Punkte habe ich? Sieht hier grob wie schwarz? 6.000... 10.000... Also ich habe 6.000... Boah, du kannst hier Skins freischalten! Ich bin eine Skin-Hure. Ewig. Kann man die nicht? Hey. Hallo? Das sind alle 10.000. Ah, das ist eh. Warum kann man die Kleidung nicht gleich immer so ein bisschen ankicken? Eine Reihe. Ach, jetzt bin ich wieder zurückgegangen, ne? Ach, Mensch, ey. Okay. Das ist Steuerung, klar. So. Seit dem Vorfall des Gasthofs sind einige Tage vergangen. Jetzt kommt der Ranschett. An der dritten Zeit hatte Hisoka abgekürzte Gott gesprochen. Sie eines neuen Falles angenommen, als ein junges Mädchen den Laden betritt. Ist, glaube ich, nicht so geil, ne? Ja, Juri, da bittet Juri eine vermisste Person zu suchen. Etwas hatte Hisoka ihr verboten.
Kräutermedizin. Ach, da werden die Punkte abgezogen. Aber Glubfilm-Typ? Hä? Hast du mir wieder... Oder, nee, ich hab bestätigt, alles klar. Weiter Tropfen. Hykami Berg. Juri. Jetzt geht's los. Einige Tage sind seit Juris Entführung in die Kunst der Schattenwahrnehmung im verlassenen Gasthof vergangen. Hisoka ist seither verschwunden und nicht zurückgekehrt. Juri ist besorgt und weiß nicht, wie und wo sie mit der Suche nach Hisoka beginnen soll. Während sie im Antiquitätenladen wartet, taucht ein Mädchen namens Uchuhi Himin. Oh, diese Namen, das sind meistens immer bei mir der Zungenbrecher. Hier spart nur wird das böse, ja? Warum? Muss ich vorher erstmal kurz mal, ich glaube, ich muss erstmal vorher noch einen Glühstängel anmachen, ne? Wenn du jetzt sagen tust, dann wird schon böse. Es ist nicht meine Abteilung. Dann mache ich lieber jetzt mal kurz, ne? Hier hinten. Und dann geht's wieder. Dann können wir volle Kanne durchhämmern. Also im Spiel jetzt meinst du, in dieses hier, ne? Dann mache ich mal kurz. Und so, oder mache ich mal hier mal kurz Musik. So. Kurze Pause, 2 Minuten. Mehr brauche ich nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Gleich. Also gleich. Gleich, bevor das richtig losgeht da. We'll be right back.
glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. Every day. I hope and I wish that you're doing okay. I want to go back to the old days because I miss you and I just thought of you. Listening to this, the thought of you on the other side of the line, I can't hang up. Was hat er für eine Musik hier? I don't want this to end. Aus. Aus. Aus, Ende. Jetzt muss ich wieder den... Fuck. So, jetzt erstmal noch einen Schluck. Ne? Ach so. Stimmt. Oh je. Oh je. Nur ganz kurz. Eine Uhr. Ja, die haben das auch ein bisschen grafisch ein bisschen aufgebessert. Stand jedenfalls so drin. So verdammt gut gemacht. Mensch. ヒカミヤマの近くで遥を見た人がいて自殺の名所ですよね。遥が そんなところに行くはずないんです。私に何も言わずに。すみません。黒沢が戻り次第、いえ、遅くなるなら結構です。自分で確かめます。 Irgendwie, ja. Vor einigen Tagen wäre nicht zurückgekommen, vielleicht an diesem Fall. Kann ich nur so darauf finden. Hm?
Ehechen. Wenn ich hier so stehe, macht mich noch immer nervös, da ich noch nie gut mit Kunden umgehen konnte. Ich habe gerade erst gelernt, wie man Kaffee macht und wie wirklich Kunden bedienen. Oh, auch die Arme, ne? Da wird sie einfach da reingeschmissen. Weg meine Kamera. Bei Wasser, sauberes Wasser und Reinigung verwendet wird, stellt deine LP komplett wieder her. Ist er? Man kann das sein, dass es die Shira ist, die da liegt? Ist die doch, ne? Oder Paranoia. Puppe. Geil. Wer das hatten wir? 50. Ah, ha. Über Yuri, guck mal. Ein junges Mädchen hat einen Arzt in den Hinsen. Draußen umsehen, bitte. Okay, dann doch nicht. Eine Uhr mit einer großen Glocke. Der Schrank ist voller Tassen, die wir nicht mehr benutzen. Unwitzig. Also Dekoration funktioniert nicht mehr, daher wird das nur noch rauschen. Und den ausmachen, ne? Einfach weg. Eh nicht mehr geht. Und damit. Hast du da, wenn sie ganz langsam die Tür öffnen? Ah, da werde ich wild. Hallo? Möchtest du was? Oh. Frühe Kamiberg lang auf dem. Anscheinend sich mit den Gerüchten rund um die übersinnlichen Phänomene des Berges zu befassen. Da kannst du aber eine ganze Menge lesen, du, ne? Wenn jemand das hier. Sind wieder 5 Seiten. Bruder, das kann man immer noch lesen. Weil dann sitze ich hier und lese so lese, ne? Das ist ja Uni. Wir werden lang auf dem der Berg des Todes. Die Leichen sind. Nachdem. Der Berg. Geil.
das ist aber schön gemacht hier. Geh überall rein. Hello. Nur steht auf einer alten Kommode. Zifferblatt ist alt und verblasst. Lukas scheint die Uhr jedoch zu mögen. Der Raum wird als Abstellkammer benutzt, aber aufgerollt, um als Gästezimmer zu dienen. Das war mein Zimmer, als ich hergekommen bin. Also da hat's auch nicht leicht gehabt, ne? Wenn sie hier in so einen Stellraum haben muss. Ist auch nicht so. Nee. Der Innenhof ist voll mit Bambusstängeln und schmalen Bäumen. Stängeln. Ich hab Stängeln gesagt. Bambus. Nur Wasser im Berg, jeder benutzen wie. Ja. Uiuiui. Geht es um Badezimmer? Ich sogar mag große Badewannen für mich. Groß und mich daran zu. Da kann ich nicht rennen. Hab ich schon mal erzählt, ne? Ich hasse das, wenn die Türen so ganz langsam und geschmeidig aufgehen. Mir überlassen, eingesucht. War es der Ich lebe schon eine Weile hier, aber ich habe immer noch nichts. Oh ja, jetzt haben wir Zeit, ne? Jetzt können wir das eigentlich übernehmen. Gar kein Problem. Den Tisch für mich hergebracht. Hier war einmal Lukas Schlafzimmer, doch sie hat es mir überlassen. Auf der Kommode liegen einige Akten, Ordner und Körbe. Wieso hat sie mich vorbereitet, doch ich weiß nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. Gar nicht, wenn ich bitten. Wieder da. Ja, das ist jetzt aber auch nicht die Welt hier. Ne? Da gibt es schlimmere Sachen. Warum macht sie die Tür immer noch so langsam auf? Hallo? Ja, auf damit. Macht ihr einfach auf und raus. Nicht langsam. Warte mal, hier von da kam ich doch. Nee, von da. Das ist. Das ist Lukas Zimmer. Sie mag diesen traditionell japanischen Stil sehr. Also ich muss mal sagen, schlecht sieht das nicht aus, ne? Außer dass der Raum ein bisschen klein ist. Aber ansonsten wie von Uyuhi. Uyuhi. Unbedingt. Ein offener Umschlag wurde auf den Schreibtisch zurückgelassen. Der Absender ist Uyuhi Himono. Sein Name. Um eine Anfrage seine vermisste Person zu finden. Wir befinden sich in sehr geehrte Frau Kurosawa, bitte finden Sie Haruka. Sie hat sich seit einiger Woche nicht mehr gemeldet. Kümmern sich doch noch um Fälle vermisster Personen, oder? Ich habe mich mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Jedoch will mir dort niemand helfen. Ja, also. Man hat mir gesagt, dass sie wie von Geisterhand verschwunden sei. Haruka wäre aber nicht einfach verschwunden, ohne mir etwas zu sagen. Bin mir sicher, dass ich
dir etwas Schlimmes zugestoßen ist. Meine eigene Trauer halte ich aus, aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass sie irgendwo leidet. Was, wenn sie darauf wartet, dass ich sie... Unglaublich große Sorgen. Haruka ist noch immer am Leben. Davon bin ich fest überzeugt. Etwas muss jedoch unternommen werden. War schnell. Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das Bild von mir und Haruka gefunden haben, was mir so am Herzen liegt? Ich war überglücklich, in meiner Händen zu halten. Ich brauche ich erneut eure Hilfe. Boah. Mein Foto. Er zeigt eine schüchterne... Hui. Oh, dieser Name, ich kann... Ein anderes Mädchen erscheint als Freundinnen. Hisoka-san. Kono hito o sagashite Hikami-yama ni. Hikami-yama. 自殺の名所だという。姫野さんはきっとこの山にいる。Wird geladen. Der Hikami-Berg. Uyuhi sollte hier irgendwo auf dem Berg sein. Jetzt sind wir live vor Ort. Oh, sollte ihre Spur mit Hilfe des Bildes, was ich von ihr habe, finden können. Habe ich jetzt meine... Was? Keine Kamera obskur. Warum habe ich keine Kamera? Wenn mir jetzt was angreift, dann bin ich Matschekuchen. Dann bin ich hier aber... Das ja nicht. Was ist, wenn ich jetzt diesen Weg... War ich schon mal da? Ach so, ich darf da nicht lang. Dann darf ich aber da lang. Darf da auch nicht lang. Aber gut gemacht. Das ist echt gut. Da wollte ich. Keine gute Idee. Die Becken der Reinheit. Wird gespeichert. Oh. Ach Gott, oh Gott, Leute. Oh! Man konnte ich nehmen, mal schneller. Alter, hör auf. Die Straße ist abgerutscht und die Steintreppen sind abgebrochen. Der Erdrutsch muss dafür verantwortlich gewesen sein. Die Straße scheint hinauf zum Rand des Abhangs zu führen. Guck mal hier. Sieht aber gut aus, ne? Also ganz ehrlich. Jetzt, achso, das ist gleich noch. Nee, von da kam ich ja, ne? Dann. Kann ich? Da lang. Ah, irgendwie hat das was. Hätten sehe ich was.
Das Wasser, das durch deine, das durch die Steine fließt, hat einen kleinen Teich geformt. Geformt. Hier liegt etwas auf dem Boden. Ja, jetzt kommst du mir so. Manchmal taucht eine Geisterhand auf, wenn du nach einem Objekt greifst. Lass RT im richtigen Moment los, um ihr auszuweichen. Solltest du geschnappt werden, bewege die Schlussreise. Ich wollte gerade gerade wieder was anderes drücken. Wir haben sie verloren. Seine Karte des Berges. Nein! Und doch, gucke! Das heißt, Reichwind. Das ist also der Weg vom Becken der Reinheit. Ungründlichen Wald, alles klar. Den Hauptmenü X-Karte. X ist unser Ziel, ne, wo wir hin müssen. Wir sind, glaube ich, hier, wo das leuchtet. Da leuchtet hier überall was. Aber der Wasserfall sieht wunderschön aus. Wahrscheinlich kamen viele Leute hier, um ihn zu anschauen, als der Berg noch eine Touristenattraktion war. Was ist mit hier? Ein Denkmal befindet sich in der Abbuchtung. Es ist voller Moos, also kann ich nicht wirklich erkennen, ob etwas draufgeschrieben steht. Vielleicht ist es ein Gedenkenstein für die Opfer des Erdrutsches. Das kann durchaus möglich sein. Na, werde ich gleich wieder... Ja, das hat ich auch gesehen. Werde ich gleich wieder geschnappt? Die verdorbene Flamme einfachen. Sie trocknen und heilen einen Schatten durch den trinkenden Status. Der Nesselbecken rechts unten auf dem Bildschirm leuchtet auf, wenn du mit Wasser in Berührung kommst. Wenn du durchnässt bist, wirst du zu einem leichtes Ziel für bösartige Geister. Alter, auf was du alles achten musst! Um dich abzutrocknen. Ja, wie kann ich das jetzt nehmen? Muss ich jetzt bestimmt in links gehen, ne? Links. Oh. So, nehme ich das. Oh. Krieg wieder trocken, ne? Ach, guck mal, die Kleidung ist wieder trocken. Ja, wenn man sowas mal wirklich hätte, ne? Und jetzt schnippe die Schnapp. Kräutermedizin. Zweimal. Pillen aus ungesättigten Kräutern gefertigt sind. Bei Einnahme werden einige LP wiederhergestellt. Warum kriegen wir das ganze Zeug?
Geht da hoch. Gehen trotzdem mal hier lang. Warum haben wir unsere Kamera nicht? Die Straße ist von Erde und Steinen bedeckt. Gras und Bäume wachsen dazwischen. Sie müssen. Nee, sie muss schon lange verwittert sein. Kann ich Moonwalken? Nö. Was ist eine runtergeschmissen? Ich gehe da nicht gucken. Ich habe noch nicht mal meine Kamera bei. Ich bin hier vollkommen wehrlos. Das mache ich nicht. Nö. Wann kommt die Shira? Also nicht, dass ich jetzt Sehnsucht nach ihr habe, ne? Aber es ist eine Puppe. Okay, der geht eh da lang. Ich jetzt gerne. Okay. Haben wir jetzt noch einen? Sieht immer so aus, als könnte man hier weitergehen, ne? Natürlich bist du da lang gelaufen. Dort unten im Wasser. Etwas junger, ja, heute in meinem. Wir sind so und nehmen ja so rüber. Na, da wird mir doch gleich eine Hand schnappen, wa? Oh! Kamera, die brauche ich! Filmtyp 14. Du hast Filmtyp 14 mal 24 erhalten. Alter Film, nicht sehr effektiv beim Verbannen von Geistern. Es dauert lange, ihn einzulegen. Du hast Betäubungsmittel, die erhalten haben, die fotografiert das Ziel, die man die lange zum Taubung hat. Dann rüstet die Gegner. Wechseln. Aufrüstung und Wechseln erhalten. Mit ihr kannst du verschiedene Objekte anbringen und verwenden. Du kannst sie jetzt hier benutzen. Irgendwann steht da einer hinter mir. Irgendwann. Was? Oh! Oh, Gottes Willen! Wow! Oh, die habe ich gar nicht gesehen! Geh weg! Oh Gott! Junge! Ja, jetzt kann ich doch! Junge! Geh weg! Ich warne dich! Und der ist auch immer so schnell! Ui. Ich kann nichts machen, aber jetzt geh weg!
Patsch, Junge! Jetzt aber! Patsch! Nee, renn! Patsch! Die Kamera heißt, der sollte ich aber nach sie kann noch nicht weggekommen sein. Oh. Ja, danke. Da tauchen einfach mal Geister auf, ne? Ja, warum auch nicht? Wird gesperrt. Meinst du das gerade? Ja, was passiert denn jetzt? Jetzt mal nur zur reinen Information. Wie hoch ist das? Ich kann den Fuß jetzt nicht sehen hier. Man könnte einen Sturz aus dieser Höhe überleben. Alter! Ach so. Das weiß ich doch nicht. Wer war jetzt hinter mir? Mutti, ich bin nach Hause. Ich nehme einfach die Kamera. Nicht gut. Ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Der ist da lang gelaufen. Die Straße teilt sich hier. Die Pflanzen sehen etwas anders aus als die unter dem Becken. Ich muss in der Nähe des ungründlichen Waldes sein. Ja. Darf ich jetzt nach unten oder wird das mir auch verboten? Aha. Natürlich ist da ein Zaun vor. Mit dem Pfad dahinter verbirgt sich ein großer Wald. Es scheint keinen Weg daran zu geben. Die Musik wird auch immer ganz anders. Finde ich sehr wichtig beim Verbannen. So. Was hier so alles rumliegt. Da kann ich lang. Da kann ich lang. Da muss ich lang. Ich muss da lang. Ich muss da lang. Ich will da nicht lang. Oh, ich hab. Das Zettel liegt auf dem Boden. Er gehört wohl. Ich habe mich. So ein Zettel und so ein Text? Vier Seiten voll. Ich habe mich über den Higami-Berg informiert. Es war schon immer ein sehr spiritueller Ort. Weil spirituell ist hier wohl das falsche Wort. Eher übernatürlich. Da es von Geistern der Toten dort nur so wimmelt. Vielleicht ist es deshalb ein beliebter Ort für Selbstmörder. Haruka wäre jedoch nicht allein zum Sterben dorthin gegangen. Nicht ohne mir Bescheid zu sagen.
Bücher behaupten, dass Leute durch den Berg von Geistern verschwinden. Sie werden dorthin gelockt und verschwinden ganz allein. Das ist aber wirklich so, ne? Das ist jetzt noch nicht mal ein Witz oder sowas. Ich habe gelesen, wie der Berg vor allem auf Leute abgesehen hat, die einfühlsam, ängstlich, sanftmütig und ohne Familie sind. Mein Herz ist mir in die Hose gerutscht, als ich das gelesen habe. Genau das nämlich die perfekte Beschreibung von Haruka. Sie ist so liebenswürdig und offen, vertraut sich mir an. Auch ist sie äußerst aufmerksam, sogar wenn sie nicht immer so scheint. Der Schrubbi spielt außerdem Lost Ark wieder. Ich weiß immer, was ich gerade denke. Vielleicht sie dem Berg zum Opfer gefallen, wie vom Geistern gefunden. Doch wo gehen Leute hin, nachdem sie von Geistern verschwunden sind? Je mehr ich mir darüber den Kopf zerbreche, desto mehr Angst wird das Ganze und desto rascher wird mein Herzschlag. Toll, ich muss da lang. Katz, 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 Katz. Wird gespeichert. Oh, der wird gespeichert. Oh, gut. Oh ja. Die besten Momenten verpasse ich, weil ich immer so erstaunt bin, ne, wo die Dinger herkommen und dann vergesse ich immer die Kamera zu zücken. Einzige Waffe. Warte mal. Eine Laterne entlang des Weges zum Schrein wurden alle entfacht. Da schon wieder! Ich bin immer so fasziniert! So was kommst du doch gar nicht, Mann, über die Kamera, weil du auf ganz andere reagierst immer. So. Wer ist da lang? Ja, wir, aber da können wir doch bestimmt. Sein. Er kommt ziemlich schnell. Hat der richtig Bock? Das ist noch was hinter mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache euch alle fertig. Komm mal her. Komm doch, und der kommt ja wirklich. Nö! Geh weg! Eieieie! Geh weg! Halt den Gesicht. Ist er weg? Das ist ja gemeingefährlich hier.
Ja, aber da stand mit Y die Kamera. Stand da. Pass auf, der kommt bestimmt nochmal. Aber die haben da grafikmäßig ganz schön. Also, muss man schon mal loben. Alter Schwede, du. Nee, lieber nicht rennen. Da lang, okay. Dann müssen wir eh zum Leuchti-Leuchti. Da, hast du gesehen. Da war das wieder. Genau das meine ich. Diese Dings, die kannst du fotografieren. Hab ich die jetzt hier drin? Oh. Nee. Warte. Zappet, ne? Mhm. Die gibt aber ziemlich viele Punkte. Für die sind in dem Bild 1419 Punkte. Nee. So, oh, das ist schön. Noch ein Zettelchen. Nennen uns nicht mehr bei den toten Blättern, sie gehört. Wohl. Drei Seiten. Jetzt, wo Haruka verschwunden ist, weiß ich nicht, was ich tun soll. Alleine kann ich nichts unternehmen. Ich kann kaum mehr atmen. Wir standen uns bereits seit unserer Kindheit sehr nah. Jetzt, wo sie weg ist, wird mir plötzlich klar, wie wichtig sie mir eigentlich ist. Wie unzertrennlich. Sorry, ich dachte, da geht der weiter. Ich werde den Gedanken nicht los, dass ich etwas gegen ihr Verschwinden an jenem Tag hätte unternehmen sollen. Wenn ich vielleicht etwas gesagt hätte, wäre sie nie zum Berg gegangen. Das Warten ist unerträglich. Ich hätte an ihrer Stelle verschwinden sollen. Ich, nicht sie. Ich habe Haruka doch noch so viel zu erzählen, falls sie zurückkommt. Ich sollte ihr meine wahren Gefühle mitteilen. Ehe wir allem gemeinsam ein Ende setzen. Vielleicht wusste sie ja schon die ganze Zeit, aber ich muss ihr trotzdem sagen, ich kann ihr um ihre Spur. Einfach raufschieben. Hat gemacht? Hab ich nicht. Oh nö! Im Back! Ah! Ey! Hau ab jetzt! Und der Platz ist so. Ey! Arschloch, du Elendes! Jetzt erkannten wir ganz genau den! Was ist der jetzt entfernt? Das wohl nicht getroffen, wa? Kann
drücken. Alter Schwede. Er lebt ja immer noch. Ich werde die so weglasern, das sagt ja Bing, Junge. Beide. Oh, Junge. Erlösung. Oh, was? Oh, Junge, Alter. So ein Ding nochmal auf? Ich glaube, ich sollte erstmal. Nee, warte. Das war das, ne? Diese scheiß Hand, ey. Oh, das ist ein neuer Film in guten Zuständen. Effektiver Verbannung von Geistern. Oh ja, jetzt kannst du ja festhalten. Jetzt kommen wir nochmal hier, aber die werde ich aber weggläsern, du. Der geht da lang. Warum geht er da lang? Warum gehst du da lang? Da war was gewesen. Im Wasser war was gewesen. Da war was im Wasser. Oh. Hätten leuchtet was? Diese Timing, ihr kriegt das nicht. Nein. Nein. Ich hab das nicht gesehen. Oh, ich krieg eine ganze Pelle, du. Oh, nee. Ich muss. Oh, nein. Die Reihen von Puppen sehen aus, als wären sie schon lange in der Witterung ausgesetzt. Nee, ich muss hier weg. Das ist nicht gut. Der geht da lang. Der geht da lang. Der geht verflucht nochmal da lang. Ich werde den Teufel tun, der geht da nicht lang. Bei aller Liebe. Nee. Geh doch schön alleine lang. Nee, hier lang. Hand? Ach, Mann. Oh, diese. Fuck you, Mann. Puppen, ey. Eine
Einfach nicht hinschauen. Einfach nicht hinschauen. Einfach weiter geradeaus laufen. Na, kolotzen Sie mir an. Der geht da vor dem Blut nochmal rein. Alter Schwede. Das war Timing. Das gibt schöne Extrapunkte. Och nee, ach, ich will ja nicht rin. Komm mal an, Christi, diese Kackpuppen da. Und vor allem, wie die hier schon kickt, ey. Guck dir das doch mal an. Ein Abwesen. Musst du da auch noch rein? Ich will. Nee. Das ist verschlossen. Das sieht aus, als hätte. Warte. Lesestoff. Haruka und ich sind seit dem Kindergarten schon eng miteinander befreundet. In unserer Abschlussfeier haben wir gemeinsam ein Lied gesungen. Es hieß das Lied der Erinnerungen. Als wir das Lied gemeinsam sangen, schauten Haruka und ich einander tief in die Augen. Das werde ich niemals vergessen. Heutzutage denke ich oft an die Zeit zurück. Wer? Hatte das nicht. Es war die beste Zeit meines Lebens. Mir kommen die Tränen, selbst wenn ich die Melodie niedlich summe. Boah, was war da denn jetzt? Bloß gucken. Und die werde ich jetzt so weglasern, ey. Ja, schön bei der Puppe, ne? Da wo du dich sicher fühlst, wa? Oh, warte mal. Hab dich. Geht da lang, aber hier unten leuchtet. Weiß Sachen leuchten. Ah, Hand. Bei Wasser. Ah.
Ja, so offensichtlich, ne? Ja, 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 ihr seid... Bring mich nicht nochmal an! Ich hasse das! Nein! Oder jetzt kriegst du einen extra Schuss! Bang, Junge! Die weg? Ja, die ist weg. Oh, Junge! Wo kommt die denn jetzt her? Was ist denn gemein? Jetzt weg? Hau ab! Irgendwie schon, ja, ich werde langsam warm. Alter, ey, das ist ja... Ich meine, die können ja nichts dafür, ne? Die sind ja hier irgendwie gefangen, aber... Wenn du die helfen willst, dann kannst du die irgendwie nicht helfen. Die wollen die immer gleich ins Leder. Sag mal, mir interessiert mal ein Bild. Moment. Kamera. Oder... Auf... Wo das, ne? Weiß. Gott, ist schon sportlich. Ich finde diese eine Foto nicht, oder ist die... Weiß nicht. Sucht das eine Foto, wo... Das Foto, was ich geschossen habe. Wo die... Wo die... Bei mir ein kleines Mädchen da drauf waren. So, aber hier... Also da, wo diese da halt. Ich muss aber sagen, das Spiel ist irgendwie cool. Hängt bei so, Digga. Irgendwie flasht mit mir. Hat schon, das hat schon was. Außer Puppen. Ich mag keine Puppen. Ich mag absolut keine Puppen. Ja.
Das ist die Frau, ne? Die an der Wand drunter steht. Abschiedsbrief. Hier gefällt es mir. Hier kann ich alleine sterben. Hier gibt es niemanden, der mich aufhalten kann. Ich kann mir Zeit lassen. Ein entspannter und würdevoller Tod. Das Leben ist nichts anderes als Elend und Leid. Ich habe genug davon. Krieg die mal eingefangen? Verplane ich doch eh wieder. Also jetzt gibt erstmal Ärger, Madame. Jetzt komm ich. Also das kann ja wohl. Himino-san. Himino-san. Haruka wa kono yama ni iru desu. Mitan desu ka? Demo iru desu. Was? まさか一人で死ぬなんて。Kann ich da hinten hin eigentlich? Warte, warte. Das schimmernde blaue Licht, wenn das klare Wasserblicke fühlt es sich an, als würde ich hineingezogen. Jetzt immer noch hinter mir. Ist aber auch schon ein bisschen gruselig hier, ne? Wieder lang. Geh noch hinter mir. Brrrr.
Himino-san. Was? Kinder! Willst du mich verarschen? Hey! Himino-san. Haruka wa. Nee, diese Kinder! Ach, da hin! Muss ich die töten? Ah! Ah! Alter, wie gemein ist das denn? Weg! Ah! Oh! 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 Was? Boah. Bleib doch mal stehen. Nein, nein, nein! Aua! Das tut doch weh, Mensch! Oh nee, warum Kinder? Hey, hör auf! Hör auf! Macht man das? Denk du mal einen Schlag. Warte, Junge! Ich glaube, die ist sauer. Oh, ist die sauer. Oh, wie gemein das ist. Oh, sind die flink. Muss ich jetzt mit dir da rein? Vielleicht mit da hinten an. Ei. Noch mehr? Bin bewaffnet! Okay, warte mal. Und da bin. Oh, Junge, Junge, du musst sie töten. Bei den Kindern. Und jetzt schnappen die Schnapp.
Himino-san. Nein, jetzt ist sie schon wieder weg. Geliebt. Alles mal, die Strömung muss es hergerissen haben, genau wie die Kamera. Was? Aufrüstung, Reflexe halten mit. Können Bedrohungen entdeckt werden, den. Hab ich die jetzt drinne? Komm. Oh! Schon wieder hier, Wurschtfinger. Hab mal. Die Bedingungen ja auch benutze Geistenergie. Ja, ist der gut? Wenn der gut ist, dann nimm mal. Ich hab schon wieder gedrückt, ey, ich dreh da durch. Was war das? Was war das? Ah, das Weihwasser, das sehe ich schon. Alte Trinken, der glaubt mal mit diese Dingsgedöns. Ist ja gut, dass wir hier sind. Haha. Jesus! Geh durch! Ah. 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 Mit sowas von weggelasert! Alter Schwede! Nein, nein, aua! Das tut weh! Was ist da mit dir? Stimmt halt nicht. Geh weg. Oh.
Das ist gemein. Ja? Aber ist das ein Bosskampf hier oder was? Ich höre sie überall. Mit der Patrie. Wenn du einen geschwächten Gast berührst, löst die Person aus der Bett, kannst du die Erinnerung des Gastes geben. Die war die ganze Zeit tot gewesen, ne? Ja. Was sind das jetzt schon wieder? Karten. Bis er sie angreifen können, dich mit schwarzem Wasser durchdringen. Was passiert, wenn deine LP nicht gesenkt? Wenn er will, um die Sieger alle besser. Ausweichen, warte mal. Oh, boah, Junge, ich weiß ja nicht, was hier passiert, ey. Überfordert. Jetzt machst du mir ja wieder so einen Scheiß. Ja, bam. Gerade konzentrieren. Hab jetzt keine Zeit für mich. Tien.
was die und dann boah, Jogi, Jogi. Das ist zu gefährlich. Hier kann ich nicht länger bleiben. Ich muss zurück. Glaube ich. Blöde bringt irgendwie. Musik lang. Sagen, es ist hier dieser Berg wieder. Sie geht jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ach, das ist dieser Berg. Au. Au. Oh, Junge, Junge, Junge. Bitte was? Während sie nach ihrer Freundin suchte, nahm sie Fuji Himuno letztendlich das Leben. Yuri hat ihren Tod miterlebt und wusste, warum sie nicht alleine war, als sie starb. Auch was hatte es mit der Frau auf sich, die sich auf gleiche Weise das Leben nahm. Nicht zu vergessen auch die mysteriösen Priesterin, die vom Regen durchnässt war. Nachdem sie Hisokas Kamera Obscura und einen Talisman den sie mochte, fand, kehrte sie allein zum Antiquitätenland zurück. Oh, Note A. Oh, Junge, Bruder, ist es. Akami-Berg, Errungenschaft freigeschaltet. Also, das ist doch ganz schön. Das ist schon nicht ohne, ne? Oh, nee. Renn hoch und suche nach Informationen zu den Leichenfotos. Kleidung. Kleidung. Giltig. Das werde ich noch mitkriegen. Ist trotzdem eine Puppe. Badeanzug blau? Das wäre was für Maid. Oh! Oh! Wo hast du deine... Sie ist da. Gönnung. Hey. Ja. Hier. Ne, Mai, du Schlingel. Ich glaube, ich nehme das. Das sieht gut aus, ne? Mit Lederjacke und... Würde ich jetzt auch sagen. Wie viele Punkte habe ich noch? Ich muss shoppen. Heutiger im Outfit. Heutiger im Outfit. Brauchen wir nicht. Der Beruf.
Hier würde das stehen, ne? Ich mach hier alles frei. Na, Mari? Und das? Er hat ja nur diesen hier. Hab ich die jetzt auch die anderen übernommen? Nämlich nicht. Möchtest du die anderen? Ja. Nochmal. Er hat die jetzt übernommen, der ist immer noch aufstanden. Ich hab auch. Ach so, muss das. Obwohl das eigentlich auch nicht so verkehrt aussieht, aber ich finde das hier besser. Oh ja. Jetzt haben wir das drin. Oh, jetzt habe ich das wieder rausgenommen. Hey, komm, nee. Komm mit dem. Hey, jetzt hat er den doch. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich sag's euch. Das ist schon auch schon wieder 20 Uhr durch. Wollen wir das morgen weiterspielen? Weil ich krieg langsam Hunger. Ich krieg Hunger. Ja? Haben wir drei Kapitel erstmal durch? Und die Server sind immer noch platt. Ich dachte, die gehen. Ist doch schon. Weil wir wollen ja jetzt hier nicht gleich durchknallen. Ne? Das muss ja nicht unbedingt sein. Sind die Server immer noch platt? Aber ich muss sagen, dieses Spiel ist echt geil. Echt gut. Außer Puppen. Ich mag keine Puppen. Mag keine Puppen. Hat er gespeichert? So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Machen wir das wieder an. So. Alter Schwede. Deswegen hast du das nicht gesagt, ne? Weil du wusstest, dass die waren mir sowieso ein bisschen komisch, dass sie so im Hinterkopf war, so ein Gedanke, irgendwas stimmt nicht. Da setzen wir morgen weiter an, ne? Man kann ja mal gucken. Ob sie schon was geschrieben haben. Wann die Server da sind.
Warte mal, die haben hier doch was geschrieben. Meine Musik. Euch. Zwei Stunden leider verzögert sich der Start aufgrund von Bereitstellungsproblemen. Wir hoffen, dass dies in wenigen Stunden behoben ist. Also wir werden sie bald auf den Laufenden halten. Zwei Stunden. Wie zieht sich das hin? Stark ist schon nice. Die Einstellung lasse ich denn hier für morgen drinne? Haben wir 20. Ja, aber es steht hier. Ja, das haben sie vor zwei Stunden. Vor zwei Stunden haben sie das gepostet. Ist von No Copyright Sound, Destiny. Destiny! Eva, ich kann ja hier ihm that is free. So. That is free. Destiny. Oh, Junge. Naja, da werden wir mal sehen, wann das online geht. So, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir machen da morgen weiter, ne? Weil Papa kriegt langsam Hunger. Hunger! Wo bist nicht du? Warte mal, jetzt muss ich hier erstmal. Hätte schieben. Machen wir das dann. Ja. Und dann sehen wir uns morgen. Ne? An der Frische mit Husenzeißen und so Lolle und alles. Ne? Voll am Start, Alter. Dann machen wir die Geschichte weiter. Ne? Also bleibt anständig, bleibt gesund und wir sehen uns morgen. Wir nicht. Bitte anständig. Bin raus. Ciao und bis morgen.